You never get a second chance to make a first impression, oder anders ausgedrückt, der erste Eindruck zählt. Die erste Begegnung eines Menschen mit einem Buch, da ist das Buch meist ein Kinder- oder Jugendbuch. Diese erste Begegnung entscheidet darüber, ob ein junger Mensch sich willkommen fühlt in der Welt der Bücher, ob er oder sie sich auf unsere Geschichten einlässt, das Wissen aufsaugt, das wir sorgsam angerichtet und aufbereitet haben. Diese Buchbegegnungen in jungen Jahren entscheiden vielleicht darüber, ob Lesen ein leidenschaftliches Hobby wird oder ob man einen Bogen um Bücher macht. Also sollten wir als Buchbranche alles dafür tun, sehr gute Bücher für Kinder und Jugendliche zu verlegen und anzubieten. Und das tun engagierte Verlage und Buchhandlungen. Sie tun es mit Begeisterung. Was aber ist ein gutes Buch für Kinder und Jugendliche? Der Deutsche Jugendliteraturpreis gibt jährlich Orientierung. Schon die Nominierung der je 6 Bilder-, Kinder-, Jugend- und Sachbücher hilft. Und mit Spannung erwartet die Branche die Preisverleihung. In diesem Jahr leider nicht mit dicht besetzten Reihen in der Festhalle, aber mit Herzklopfen am Bildschirm. Diesem Screen, von dem eigentlich gute Kinder- und Jugendbücher weglocken sollen, einladen sollen, im linearen Lesen abzutauchen. Dass sie das können, dieses Weglocken und Fesseln, und wie gut sie das können, haben die Kinder- und Jugendbücher während des Corona-Lockdowns bewiesen. Das einzige Segment, das in dieser schweren Zeit Zuwächse verbuchte, waren eben die Bücher für den Nachwuchs. In einer Zeit, in der Videokonferenzen unseren Alltag beherrschten, besannen sich die Menschen auf die Qualität der Beschäftigung der Jugend mit dem Buch. Das war die beste Nachricht der Wirtschaftspressekonferenz dieses Jahr. Dass Menschen in einer so existenziell veränderten Welt spüren, jetzt ein Buch, das Eltern ahnen, lesen hilft. Das Kinder betteln, lies mir vor. Oder ich mag abtauchen in eine Geschichte. Das ist mehr als der Silberstreif am Horizont. Das ist für uns, die wir mit Leidenschaft fürs Buch sprechen, Aufforderung und Daseinsberechtigung. Und das heißt für die Verleihung des Jugendliteraturpreises 2020, ja, uns fehlt die Festhalle, uns fehlt der Blick in 2000 gespannte Gesichter, uns fehlt der Applaus. Aber wir haben das Herzklopfen der Kinder und Jugendlichen, wir haben die Bücher, die dieses Herzklopfen auslösen, und wir arbeiten bereits an den Büchern, aus denen der Jugendliteraturpreis 2021 ausgewählt werden wird, an den Büchern, die wir hoffentlich wieder live in der Festhalle feiern werden. Und bis dahin wünsche ich jungen und jung gebliebenen Buchbegeisterten ganz viel Freude mit den ausgezeichneten Büchern des Jahres 2020. Danke.